7. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal mit unserem Challenge-Projekt mit mir und mit Singleplayer. Bist du eindruck? Moin. So, wir schauen jetzt mal einen Profi-Jogger zu. In Anführungszeichen. Wir hier mit. Ach du Scheiße. Ja, man muss auch noch. Null, zwei, wie auch das Ding funktioniert. Ja, ja, da ist Lenkrad und da ist Gaspedal. Achtung! Krass. Hat das Ding noch eine Kupplung? Nee, oder? Nö, es hat nur noch eine Bremse, glaube ich. Aber bin ja, ist so abgespackt. Ja, glaub schon, dass. Achtung! Setz das an den Klappspaten, ja. Ey, was hast du mit deinem Klappspaten? Nimm den Besen in meinem meinem Kuhstall und gieß die Kühe sauber. Und klapp den Spaten. Kannst du mal ganz kurz Fruchterstellung ausmachen, Justin? Ist aus. Nein, ist es nicht. Doch. Jetzt. Justin, ich gebe dir 10 Sekunden, um auszusteigen. Was ist deine Mission, Junge? Aussteigen. Was ist deine Mission? Komm mit. Nee, als ob das funktioniert. Ja. Was denn? Ist das dumm? Ist das. Hast du aufgeladen fertig, Chris? Nein, ich bin sonst nur drin. Ist das dumm? Nee, funktioniert einfach gar nicht. Okay. Sympathisch. Warte mal. Hey, doch! Oder nee? Ja, warte mal ganz kurz. Ja, doch, funktioniert. Jetzt könnte es funktionieren. Oh, jetzt muss er die ganze Zeit drin sitzen. Nee. Hey, das ist aber nicht komplett leer, Chris. Hast du den komplett leer gemacht? Jetzt ist er komplett leer. Giants, gutes Spiel auf jeden Fall, muss ich sagen. Was denn? Was macht's hier? Warum hast du da nur 24? Hä? Weil ich da unten hinkomme, hat das Ding 24. Immer alles nur 24. Folgt 24, seid ihr. Ja, ja, aber nie hinkommen. Digga, Fruchtzerstörung ist nicht aus. Was macht ihr? Alles gut. Einfach weitergehen. Wie realistisch ist es? Wow. Seid ihr bekloppt, Alter. Als ob das funktioniert. Giants, liebe Grüße gehen an euch raus. Das funktioniert nicht. Wir tun alle gerne. Ja. Oh Mann. Was? Achso. Okay. Was ihr macht. Oh Mann, ey, hör mir auf. Das funktioniert noch, ey. Ja, das funktioniert schon immer. Das funktioniert schon in LS13, seitdem es. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Vor allem, das macht es ja noch lächerlicher. Das ist in LS23 auch geil. Ich habe auf TikTok gesehen. Oh, nee. Doch. Macht ihr gerade das, was ich denke? Ja, nein, mach ich nicht. Was denkst du denn immer? Send das an, ne? Na, schreib's gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ganz erklären, ja? Ach du Scheiße! Ey! Grizzly Gaming! Mach bitte den ADAC-Sicherheitstraining! Das ist nicht mehr. Darf ich da einen Screenshot machen und. Oder ja, das klippen? Oder das klippen? Mach ja, ich klipp das. Ich klipp das jetzt. Hashtag RB-Projekt schreibe ich dazu. Wow. Instagram-Post. Alter, wie der in seinen Hof reinfährt. Ey, das ist nicht normal. Hä, das ist doch Hardcore-RP, was ich hier gerade mache. Natürlich. Das ist kein Soft-RP mehr, das ist schon Hardcore-RP. Soft? Das sagt derjenige, der im LS wahrscheinlich noch nie richtiges RP gespielt hat. Das ist das Problem, Mann. Problem ist, dass das hier das beste RP ist, was ich bis jetzt gespielt habe. Stimmt, in der Challenge macht man auch richtig gutes RP. Muss ich schon sagen. Oh. Erstmal machen wir den Anhänger sauber, damit wir ihn gleich wieder dreckig machen. Aussteigen. Aussteigen. Danke. Mitfahren. Nein, ich will nicht aussteigen. Lass mich jetzt. Hat jemand mit der Null gesprochen? Haben wir mit dir gesprochen? Nee, du? Ja, siehst du.
kenne ich mit dem. Schau mal, es wird mir sogar der Weizen angezeigt. Also ich habe jetzt gerade 12.000 Liter drin. Nice, Alter. Hallo, das ist Hardcore-AP, was willst du denn von mir? Ich hab nie was anderes behauptet. Dominik, was hältst du davon? Ich knipp das Ganze gerade. Vor allem, wenn man mit 40 über den Acker fährt und trifft. Ey, dann will ich aber die Werbeeinnahmen von dir haben. So ist er nicht. Ich mache ja gerade Content für dich. Ist halt wirklich so. Ich, Nils, alle hier im DC wollen was von deinen Werbeeinnahmen. So ist das. Ich mache nur Kuckuck mit Werbeeinnahmen. Nils mir nur Reis. War schon so. Jetzt haben wir einen Test gefahren. Ich raste aus. Ich weiß nicht, mit meinem Lexion da oben kommt. Ey, Chrissy, ist das eigentlich dein Ernst? Was? Nix. Anstatt die Walze dahin zu stellen, musst du vorher schon, stellst sie mitten auf den Misthaufen drauf. Hast du verdient. Auf deine Heimat, Alter. War die Hüfte kurz, sorry. Ah, hast du schon geschafft. Nee, eigentlich nicht. Also Chrissy, wir hätten also, ja noch... Eigentlich geht das Ding vorne hoch. Ich verstehe gar nichts, da reden 130 Leute zugleich. Ja, was also bitte nochmal? Wir hätten hier eine Plastikflunder für dich bei uns auf dem Hof. Was für eine? Ein John Deere, der auf dem Zaun hängt. Hängt nur zwischen Halle und Zaun. Nee, den ja, der hängt, der tut gerade trocknen, der war in der Waschmaschine. Ja, ja, der hat sich von dem Corona entfernt. Ja, von dem Corona hat sich eingezogen. Muss ja auch mal sauber machen. 200 Euro bezahlt hat. Wow. Ich schrumpf von einem 78 Zehner auf einen 60er Zehner. Ach du Scheiße, fast umgekippt. hab ich auch gedacht, wo ich dich jetzt letztes Mal gesehen hab, fast umgekippt. Mit deinem Mom umkippt, lebt die Welt nicht mehr. Danke. Wir haben dich auch alle lieb. Ich dich nicht. Kann. Oh geil. Irgendwann ist doch mal der Drescher voll, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ey, Tom ist einfach abgehauen mit den Werbeeinnahmen. Sag mal, hakt's oder was? Ey, den verfolgen wir gleich. Ist er noch hier? Ey, Dominik ist hier, den verfolgen wir jetzt gleich. Der geht einfach mit den Werbeeinnahmen. Ja, so wie du mit meine. Ja! Ich mache immer 50 minus, wenn du in meinen Videos redest. Ich dachte, du da schon irgendwie Rauszug hatten, aber das geht nicht. Das Ding ist, du machst nicht mal 50 Aufrufe. Das Ding ist, wir hätten eigentlich mit der Null gesprochen, der einmal im Monat ein Video macht. Dominik, ich bin enttäuscht von dir. Das mit den Werbeeinnahmen machen wir aus. Wir können dann gern, wenn du willst, können wir das gerne in den Trailer reintun. Die Werbeeinnahmen? Oh. Na. Ach, das mit dem Dreschen. Ja, sehr realistisch bei einem RP-Projekt. Jo. Ist ja das in dem Sinn ein Challenge-Projekt, aber... Du, Christoph, du kommst genau dann, wenn ich fertig bin mit Aufladen. Jetzt kannst du wieder aufladen. Dann kommt eigentlich wieder der Hänger. Eigentlich wollte ich das Feld mit meinem Corona-Kopper kommen, dass es desinfiziert und... Was wird das, wenn es fertig ist? Ich wollte nur kurz den Sound einmal hören. Ja, geil, oder? Kriegst bei deiner Plastikflunder nicht raus. Drehschimmel fahren kannst du auch nicht. Seit wann kann er das? Der kann es nicht, hab ich doch gerade gesagt. Ich hab doch gerade gesagt, seit wann kann er's? Nicht! Ja, mit Tastatur ist ein bisschen schwer. Ey, ich fahr mit Tastatur nur Drehschimmel, ich find's sogar einfacher. Na, hast du den Schlagel? Ich hab den Kopf gefallen. Nicht halt ich schlagen mich gleich ein. Kann man den Termin irgendwie schlagen? Kann man dich gleich mal schlagen, Junge? Nee. Nur weil du vom Bickelfest gefallen bist, Alter. Ja. Nein, ich rede mit Chris. Ich rede nicht mit dir, Nils. Chris? Nee. Ich räume mir gerade einen Hof auf. Also nein. Oder ist vielleicht Anhänger selber. Einige wollen doch fragen. Hast du nichts zu tun, Chrissy, oder? Also Chrissy, du kannst gerne mit meinem Corona-Kubber, kannst du dann gerne das Feld-Kubber nicht. Ich bestell dir extra einen 2,50 Meter Kubber.
Na, danke. Ein Meter Gruber wäre besser für ihn. Hast du mein Corona-Grupper verkauft? Ja. Du bist eine Schande. Ja. Du bist gekündigt. Der hat Corona besiegt. Was willst du eigentlich? Mit so, was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Jetzt haben sie mir wieder rausgebracht. Bist ruhig. Ja, ey, Alter, du bringst sie immer selber außer, Junge. Ich find's auch schön, wie der Kramer einfach von dir mitten auf dem Silo steht. Perfekt. Gehört sich auch so. Ja, gehört sich auch so. Ich stell beim gegärten Silo stelle ich auch immer meinen Traktor ganz oben hin. Das gehört sich ja so. Nils, bei deinen anderen Strohanhänger habe ich nicht das ganze Stroh an. Warte mal, Nils, willst du mich eigentlich rotteln? Anbekommen, du sollst spritzen bei mir. Ich habe jetzt extra ein Fass da oben hingestellt für dich. Ja, jetzt ist mein Ding schon voll. Ist mir doch scheißegal. Ich bin gleich voll. Zwar voll mit Nerven. Ja, die Spritze steht oben. Und? Dann bewegt dein Arsch und holst sie hier runter. Okay. So. Dann hole ich mir meine runter. Was willst du denn bei dir runterholen? Soll ich dir ein Bild schicken? Nee, ich will von deinem Loch nichts sehen. Perfekt. Wir haben nicht auch alle die Justin Bieber. Ich nicht. Wie ist eigentlich der Pickel auf der Nase? Ist der mittlerweile weg? Du wirst nie im Leben in die Pubertät kommen. Das ist das große Problem bei dir. Du wirst immer so ein kleines FN-Kiddy bleiben. Ja, deswegen habe ich das letzte Mal Fortnite gespielt, vor 7 Jahren. Gefühlt. Achso, deswegen hast du zuletzt das Game installiert? Okay, sympathisch. Wann? Vor 2 Jahren. Kann die Runde sein. An seinem Computer. Ja. Mein PC muss halt auch ein bisschen Überlast haben. Dominik, bist du irgendwie krasser gefallen oder warum ist dein Fan und dein Ladewagen geschrumpft? Das ist doch vorher in 1050 und... Ja, der war vom LU, aber der vom LU ist ein bisschen nicht so gut wie der kleine. Ach so, ich dachte, der ist schon eingewaschen bei dir. Der hat ein bisschen was zu tun. Der will ein bisschen was zu tun haben, weißt du. Ach so, das was du nicht hast, oder was? Ja. Du hast ja nie was zu tun. Nee, ich hatte ja auch nicht vor... Übrigens, Stroh hallo, hat wer vor, Gäste zu kaufen von uns? Gar keiner, du kannst es bei mir spritzen. Übrigens, Nils, das Stroh dürft ihr dann herbringen, sonst werd ich es nicht mehr abholen und dann bekommt ihr nur den anderen Anhänger bezahlt, den, was ich da hergefahren habe. Hey, das ist so. Hä? Du musst es kaufen, immer so zur Info. Warum muss ich es kaufen? Müssen du egal. Ja, wenn wir das her tun, wenn du so willst, dann kaufst du das automatisch. Also wie kaufen? Wenn du es für deine BGA nutzen tust? Denn einen Anhänger, den was ihr da jetzt gebracht habt, zahle ich. Den du dir aber gebracht hast. Den was ich gebracht habe, ja, den zahle ich euch. Und wenn ihr noch mehr Stroh bringt, zahle ich euch das auch. Aber ich hole kein Stroh mehr. Okay, dann formulier es auch so. Ich hole auf jeden Fall, bring auf jeden Fall nichts. Ja, ne? Nee, jetzt wollen wir Strohpellets machen. Stimmt. Nee, weißt du, was ich jetzt machen wollte? Ich mach Strohpellets, da krieg ich aber gezahlt dafür. Ey, Alter. Wir haben so Gerät jetzt auch, nur so am Rande. Schön. Ich hab immer noch eine Spritze auf meinem Feld gesehen. Ich glaub ich auch nicht mehr. Wenn das nicht passiert, dann will ich scheuchen hier. So, Christoph. Jetzt erklär mir, was dein Problem ist. Du bist wie eine Zicke an meinem Arsch, Alter. Die ganze Zeit damit herlaufen. Wissi, komm mal ganz kurz auf deinen Hof, bitte. Dein Hof explodiert jetzt. Wissi, komm mal bitte ganz kurz auf deinen Hof. Hof löschen! Oh, du gehst auch ins ADAC-Sicherheitstraining. Was ist hier? Am Ende darf der LS-Profi als ADAC-Sicherheitstraining durchführen und alle müssen teilnehmen.
Du Chrissy, gib mir mal ganz kurz Farmmanager. Ober Herr Justin, wie schaut dein New Holland da aus? Ich bin nicht Hobby dagegen. Aber was? Der ist ein bisschen, da musst du glaube ich auch zu machen. Aber das ist ein kleines FN-Kiddy namens Disney Gamer. Das ist Spaß. Kann man da nicht abladen? Nö, ich kann es nicht abladen. Lass mir mal eine. Och, Alter! Das sind unsere 31 Kubik Weizen, die ich dir gerade schenke. Danke. Darf ich dir jetzt bitte abladen? Also du meinst ja, was so. Tschüss. Hä, warum konnte ich das? Guck mal, ob ich hinten die Sicherung drin habe. Warte mal ganz kurz. So, LU, ich überweise euch einmal aus Gold dafür. So, meine lieben Freunde, das war's auch dann schon wieder mit der Folge. Schaut gerne zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.